Also ich möchte auch gern von meiner Arbeit erzählen und von dem Unterwegssein hier auf dem Lande, was mir sehr, sehr wichtig ist. Sozusagen, dass ich hinter die Kulissen gucken lasse, von der künstlerischen Arbeit erzähle, aber auch über Poesie im Alltag und natürlich mit Dichtung, Liedern und Texten. Und habe gerade eine sehr große Ausstellung gehabt im Pritzwerk, wo ich nochmal Kunst aus vielen Jahren zeigen konnte und zu der Gelegenheit natürlich auch eine neue Performance entwickelt. Ich würde ganz gerne mal den ganz kurzen Text vortragen. Ich habe jetzt übrigens neu Instagram. Sehen Sie das? Oben, das ist meine Instagram-Adresse und unten ist die Website. Ja. Habe ich heute diesen Text entwickelt, also über diese Performance. Neue Performance, Lächeln unterwegs. Seit 25 Jahren wohne ich in der Prignitz auf dem Land. 2020 war ich nur mit Fahrrad und Regionalbahn unterwegs, obwohl ich immer dachte, das wäre hier draußen unmöglich. Mit 70 Schülern aus allen 6 Schulen baute ich im Auftrag der Stadt Wittstock eine 10 Meter lange, 2 Meter hohe Fliesenwand für den öffentlichen Raum. Die umfangreiche Arbeit heißt, wir feiern die Natur und war eng verbunden mit der Natur, den Jahreszeiten, Radeln bei Nacht und Nebel, Schreiben im Zug, Isolation durch Corona und einer Wegstrecke namens die Senke. Davon und warum es lächelt unterwegs, erzählt die Performance mit Texten, Liedern und Geschichten. Also manchmal packt mich halt die Lust, etwas ganz Großes zu bauen. Das ist diese Fliesenwand. Und das ist vielleicht, naja, das sind so die großen Arbeiten. Ich war, habe schon als Studentin mit Bauarbeitern, mit so einer Baggerbrigade, da war ich ein paar Monate und habe ein riesengroßes Board aus Schrott gebaut, Lakuma, das steht da schon seit ewig jetzt an der Straße. Man könnte sagen, ich treibe gern auch Schabernack oder so. Mit Witz kriege ich Leute, die sonst nichts damit zu tun haben, nichts mit Kunst zu tun haben, dazu etwas Großes, Gemeinsames mit mir zusammen zu schaffen. Aber ich mache auch Fotos unterwegs. Ich baue auch gerne Objekte aus Fundstücken und zurzeit mache ich auch viele Collagen. Also ich finde, Kunst ist, ja, dieses etwas in die Realität bringen aus dem Unsichtbaren ist eben immer wieder so verzaubernd. Es ist auch interessant zu sehen, Sie sind ja auch sehr, sehr vernetzt in der Region und eben jetzt gerade auch in Pritzwalk und kennen daher auch diese Perspektive. Wie würden Sie das einschätzen im Vergleich vielleicht, also auch wenn man springt von Neuruppin, von Ihrem Ort und Pritzwalk? Ja, diese ganzen Städte, die sind schon, jeder hat ihre Eigenheiten, würde ich so sagen. Und mal geht dort was, mal trifft man Leute aus dieser Stadt und kann an irgendwas anknüpfen oder weiß ich nicht, ist schwer zu sagen. Man darf einfach, also manchmal wird es auch einfach schwer. Und dann ist es ganz wichtig, dass man nicht aufgibt, sondern etwas geschieht immer, ja. Man ist ja dran, man ist einfach dran und klar, manchmal denkt man, mein Gott, es ist jetzt zäh hier und ich bin ja auf dem Land. Aber dann trifft man wen und plötzlich ist wieder eine Spur da. Keine Ahnung. Ich finde, wir sollten viel mehr brandenburgweite Dinge, Austausch von Künstlern und so machen, Residencies und sowas, Formate schaffen. Ich liebe das halt mit dem Land, ne? Also bin mal 95 hierher gekommen mit einer riesigen Landsehnsucht und der Sehnsucht nach Erde und Himmel und Natur. Und die habe ich immer noch. Also ich muss hier sein. Also jedenfalls auf einem Land. Und ich mag das natürlich, wenn man so lange irgendwo war, hängt man auch dran. Ich kann zwar ein Dorf wechseln, aber die Prignitz, Ostprignitz, die mag ich schon sehr und ich habe gerade in letzter Zeit wieder mit vielen Menschen gesprochen, die das alle toll finden, diese Kargheit, dieses flache Weite, wo gar nicht viel los ist. Es ist eigentlich manchmal wie eine riesengroße Brachfläche, wo einfach die gefüllt werden kann und wo der Geist ist halt frei, dem fällt was ein, weil keine Ablenkung da ist. Das schätze ich sehr und ich schätze auch meinen Ort sehr, diesen Weitblick über die Felder aus dem Atelier raus habe ich mir immer gewünscht.